Shalom Aleichem, wir lernen weiter. Tanja, heute Gimel Nisan, 3. Nisan, Shana Mu'uberet, Schaltjahr. Wir sind noch in die Mitte von Kapitel 39 und wir lernen weiter, das ist in Seite 106. Und auch wenn er dient Hashem, nicht weil Hashem es so will, sondern er hat irgendein Interesse dran. Also er macht das nicht für eine Leshem Shomayim, sondern er hat eine Pnia, ein Interesse, was weiß ich, Kavod, Ehre zu bekommen, soll er lernen Torah, damit soll man ihn nennen Dayan, Rabbiner. Auf dem sagt Yeshayahu, Anavi, 29,13, Vatihi roisam oisi mitzvas anoshim elumodo. Sie haben von mir gedient, also automatisch. Also es gibt Leute, die waschen ihre Hände morgens Routine. Sie beten, weil sie hoffen, dass wir etwas Gutes beten, gute Parnasse, gute Kinder. Es gibt Leute, die stehen auf morgen und putzen die Zähne. Und es gibt Leute, die stehen auf morgen und sagen, Kriyat Shma, legen Tfilin. Wenn wird er den Morgen ohne Beten, ohne Tfilin, wird er haben ein schlechtes Gefühl. So wie Leute am Fastentag haben nicht geputzt die Zähne. Aber es ist keine Begleitung von Gefühl. Das heißt, wäre es ein anderes Bild, hätte ihm vielleicht gut gegangen, muss nicht sein, dass er hat gebetet. Deshalb, Lishma, um Hashem zu dienen, muss sein alleine, ohne Erlebnisse, ohne Gefühle. Die Gefühle sind gut, die sind ein Start und eine Motivation. Okay. Es gibt einen Menschen, der tut auch etwas, weil es ihm unangenehm ist. Es ist ihm unangenehm. Ich rufe ihn an. Kannst du bitte Schabbes kommen, in die Synagoge zu beten? Es ist ihm unangenehm von mir, was weiß ich von der Gesellschaft. Aber zum Schluss, wenn er kommt, tut ihm gut. Warum tut ihm gut? Weil die Funke, die ist schon sowieso trocken gewesen, hat bekommen jetzt eine Flamme von der Luft, die hat gebracht, die Keule wieder zu brennen, so wie im Kamin. Manchmal alles ist so, die ganzen Asche bedeckt schon die Keule. Aber wenn man bringt neue Holz, bringt das mehr Freude. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, macht man jeden Tag Sheva Brachot, 7 Tage Gebete. Jeden Tag muss man bringen einen neuen Mensch. Das nennt man Panim Chadashot, neue Gesicht. Ein Mensch, der noch nie da gewesen, gehört nicht zur Familie, gehört nicht zur Freude. Warum? Panim Chadashot bringt ein bisschen Frischkeit, Lebendigkeit. Wer ist das? Von wo kommt er? Immer wenn man sieht, dieselbe Menschen ist schon trocken. Kommt ein Gast, es bringt ein bisschen Lebendigkeit. Deshalb, es gibt Menschen, die haben Beziehung zum Arbeit, zum Schönheit, zum Tiere, zum Essen, zu trinken. Ein Mensch, der zum Beispiel mag Wein. Es gibt so Menschen, die sind so Weinschmecker. Dann, sie werden mit Wein umgehen, mit Kavod, oh, mit Ehre. Wann trinkt man nicht so? Ja, man trinkt nicht so Wein. Sie kriegen die Krise, wenn sie sehen Leute, bei die Sache, die denen so wichtig, wie andere Leute es vernachlässigen. Wenn ein Mensch liebt zum Beispiel Essen und er weiß, nur so isst man diese Fleisch mit dieser Soße. Und er sieht einen, der nimmt eine andere Soße und legt rein. Nein, das passt nicht. Das ist zu nehmen zum Beispiel gefüllte Fisch und zu legen auf dem gefüllten Fisch Senf. Ist no go. Es passt nicht. Senf ist eine gute Sache, aber gefüllte Fisch ist eine gute Sache. Ich habe noch nie gesehen, dass einer nimmt Dijon und schmiert auf den gefüllten Fisch. Und einer, der liebt den gefüllten Fisch, es wird ihm so unbequem tun, dass man das tut. Genauso ist auch die Gebete. Die Gebete auch haben eine gewisse Linie, wie man betet, wann man betet. Und wenn man das tut, es gibt dort Übersprungenen von Gefühlen. Manchmal betest du und du hast ein Gefühl von Liebe zu Hashem. Manchmal gibt ein Gefühl, du siehst dem Kavod von Hashem. Du siehst, wie Hashem ist Norat Tehilot. Man spielt Geim, also er erniedrigt die Menschen sofort und er lässt die Menschen hoch. Oder wenn du liest so eine Pasuk,
und die Reichtum und die Ehre ist in deine Hände. Der Mensch bekommt so ein bisschen Gefühl, er kann nicht bleiben gleichgültig. Er spürt plötzlich, dass wir sind kleine Menschen noch. Und wenn Hashem will, er macht mit uns und tut mit uns, was er will. Deshalb will ich für so eine Größen Hashem Liebe zeigen. Und ja, ich befürchte von ihm auch. Klar, er ist Hashem. Er ist Gott, er kann alles machen. Shkoyach.